So, und da bin ich auch schon wieder direkt. Wird fortgesetzt hier in Hound Pits Pub. Ich krieg das auch noch irgendwann hin. Der Lord Regent ist besiegt, die Herrschaft von Emily Coldwyn sichergestellt. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie sicher zum Dunwall Tower gebracht wird, wo sie ihren Platz als rechtmäßige Thronfolgerin einnehmen wird. Bin ich der Einzige, der dabei ein mieses Gefühl hat? Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Schon wieder saufen? Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Bin dabei. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mach das, Bootsfahrer. Danke. Na, ist er hier oder ist er auch in der Bar? Ja. Achtung, Bürger von Dunwall. Einst als Lordregent bekannt, ist nicht länger im Amt. Sein korruptes und unrechtmäßiges Regime ist vorüber. Sehr schön. Lang lebe die Kaiserin. Jawohl. Yay! Geschafft. Der Lordregent ist Geschichte. Leb wohl, Iron Boroughs, die durchtriebene Schlange. Das Gesetz ist nun dehnbar und unsere Taten straffrei. Wir finden den Attentäter Dowd, der die Kaiserin getötet hat. Dann können sie Rache nehmen. Wir müssen Ordnung in das Chaos bringen. War's das doch noch nicht? Das Militär wird dazu beitragen. Martin kontrolliert die Aufseher. Und Sie, Trevor, kümmern sich um die Angelegenheiten im Parlament. Lord Trevor Pendleton für Sie. Ohne mich haben Sie kein Einfluss. Oh. Die Edelleute würden Sie in der Luft zerreißen. Kann ich den auch noch abstechen? Wir sind angespannt. Sie sind fertig. Unsere Arbeit beginnt. Die Krönung wird improvisiert. Dennoch muss sie vorbereitet werden. Wir übernehmen das meiste, aber die Sicherheitsfrage bleibt. Emily ist den Mördern ihrer Mutter ausgeliefert. Ich bezweifle ein zweites Attentat. Doch Sie müssen auf alles gefasst sein. Das stimmt. Ruhen Sie sich aus. Irgendwo hatte ich doch schon mal mit jemandem gesprochen, der dort heißt. Für den Notfall. Auf Corvo. Den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Coldwyn. Und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Jetzt ist mein Drink hier vergiftet. Oder das von jedem. Ich hatte draußen in einem Einmachglas etwas Erspartes vergraben. Doch heute früh entdeckte ich, dass Ratten dran geknabbert haben und alles vom Schlamm davon. Nein, dazu bin ich nicht qualifiziert. Wo ist denn hier? Da ist er doch. Mann, Alter. Okay. Das gefällt mir gar nicht gerade. Was geht hier ab? Gib mal ein paar Upgrades. Etwas für Sie zusammen? Ja, das wäre geil. Explosivgeschosse Pistole. Geil. Verbesserung. Kaufen. Alles klar. Irgendwas stimmt hier gerade ganz und gar nicht. Das gefällt mir irgendwie hier überhaupt nicht. Ich glaube, der Drink war vergiftet. Der war vergiftet irgendwie. Voll paranoid gerade. Schnell ins Bett. Scheiße, ehrlich mal, was ist das? Es geht hier voll die Psychoshow ab. Aha.
Okay. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Diese Wichser. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Samuel, tja, tut mir leid. Eigentlich habe ich dich gemocht. Warst sympathisch. Och, Mann. Leck doch jetzt nicht so. Alter, was soll die Scheiße? Gerade jetzt. Aber so. Ich habe Ihnen nur die halbe Dosis, Corvo. Sie haben mich beobachtet, aber nicht genau genug. Vielleicht, ich verstehe, warum Sie sie hintergangen haben. So viele Leute mussten für die Sache sterben. Das sind Staatsverbrechen. Vielleicht glaubten Sie, Emily nicht kontrollieren zu können, Scheiße, wenn Sie in ihrer Nähe sind. Da könnten Sie recht haben. Okay. Ich verfrachte sie auf ein Boot und dann muss ich selbst verschwinden, bevor sie mich töten. Das kommt als nächstes. Ergibt den meisten Sinn. Wenn sie Glück haben, wachen sie auf und finden einen Ausweg aus dieser Stadt. Wenn nicht, dann leben sie wohl. Alles klar, war wohl doch noch nicht so ganz das Ende, was? Oh, sehr schön. Von Havelock Martin und Pendleton betrogen wurdest du nur im letzten Moment vom Schiffer Samuel gerettet. Er ließ dich im verfallenen Bezirk Dunwalls zurück. Oh, diese Sackgesichter, das werden sie bereuen. Der war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tyvianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Laute Entscheidung. Ah, ja. Jetzt wollen sie mich zu dort bringen. Zu dort. Das war der von der Ölfirma. Oder? Ach Gott, ich weiß es nicht. Irgendwo hatte ich den Namen auf jeden Fall schon mal im Spiel hier gelesen. Auf jeden Fall scheinen... Alter Schwede, das sieht ja mal richtig geil aus. Auf jeden Fall scheinen die auch irgendwie mit dem Outsider zu tun zu haben oder so, wenn sie sich so teleportieren können und so ein Scheiß. No. Oh, Mann. Ich erkenne ein Geschenk von Ihrem Freund, der im Dunkeln zu Ihnen spricht. Ja, was hast du da drin? Er spricht, wenn Sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Jetzt hat er einen Arsch voll Runen da drin. Ich eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Ach, wird's das einzige Rätsel sein? Nein! Meine geile Klinge hier. Ey. Mal nicht so brutal, ja? Oh. Sehr schön, dass es noch nicht vorbei ist, das Spiel. Hier bist du nun geil. Endlich, in einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat, des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Die haben doch gar nichts getan. Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren? Wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest.
Das werde ich auch nie zulassen. Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Tja. Das wird's wohl sein. Lecker Ratten. Alter, die Zähne, voll heftig. Okay, flieh aus der Gefangenschaft. Oh. Ah, ich habe jetzt gerade nur Fähigkeiten. Knochenartefakt ist da. Ansonsten hier nichts. Kräfte. Teleportieren. Über eine längere Distanz. Nee, ich spare noch ein bisschen. Okay. Aua. Voll die Ratte zermanscht. Au. Die Frage ist, warum wird er es nicht zulassen, dass es praktisch noch einen gibt? Oh, und wer ist das hier? Brief an Aufseher Franklin. Aufseher Franklin, nicht wahr? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden Sie mir hoffentlich zwei Dinge erklären. Erstens, was sagen die Gebote über die Gefangenschaft in einer Zelle, aus der man mit Leichtigkeit entkommen könnte, wenn einem die Beine nicht zertrümmert worden wären? Zweitens, woher wussten Sie, wo unser Hauptquartier liegt und was haben Sie sich dabei gedacht, dort mit einer zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Truppe von Narren in Brustturmwasser herumzustreunern. Doubt. Alles klar. Ich würde sagen, das war auch schon wieder praktisch eine Folge hier, die ich zusammen habe. Allerdings leckt es gerade so übertrieben, dass ich einfach jetzt die Aufnahme beenden werde. Jetzt läuft's wieder. Klasse. Ja, also wie gesagt, ich werde hier dennoch die Folge beenden. Noch kurz hier das durchsuchen, was wir hier haben. Kopfgeldliste, Attentäterklinge, geil. Och man, okay, lese ich noch kurz. Dort. Corvo im Besitz dieser Maske zu finden, wäre sicher kein einfach zu bewerkstelligendes Komplott gewesen. Doch jetzt hat er, der neu ernannte Lord Regent Havelock, verkündet, dass er Beweise in der Hand hat, die Corvo mit dem maskierten Verbrecher in Verbindung bringen. Das Kopfgeld beträgt 30.000 Münzen, aber sollte Corvo tatsächlich der Maskierte sein und all die Dinge verbrochen haben, die auf den aufgehängten Steckbriefen zu lesen sind, erwarte ich eine Verdopplung, da wir ihn lebend haben. Sollte es uns sogar gelingen, noch mehr herauszuschlagen. Was Slackjaw angeht, so haben wir ihn eine Woche lang beschattet und waren gerade bereit zuzuschlagen, als er auf einmal spurlos verschwand. Vielleicht hat er die Stadt verlassen. Rulfio. Ah, Kopfgeldjäger. Ah, da bin ich. Ja, ich bin 30.000, sind wir wert hier. Nice. Bericht an Dort. Dies ist das Musikinstrument, das der Aufseher an seiner Brust festgebunden hatte. Als es noch funktionierte, konnten wir uns weder teleportieren noch andere Personen zu uns ziehen. Wir sollten es genauer unter die Lupe nehmen. Alter, jetzt habe ich so eine geile Attentäterklinge hier. Kopfgeldliste. Jo. Nech. Brauche ich, glaube ich, nicht so vorzulesen. Allerdings wollte ich die Folge beenden. Und da es jetzt schon wieder mit Lex anfängt, ist das ein guter Moment. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!